Ja, hallo ihr Lieben. Heute mal hier ist die Beleuchtung ein bisschen komisch aus dem zweiten Raum. Ich wurde gestern gebeten, dass ich doch mal noch mal einmal zeige, wie ich meinen gebrauchten Prozess mache, auch mal mit einem Zeitraffer-Video. Und da habe ich gesagt, das ist ja kein Problem, das können wir gerne mal machen. Wie gesagt, ich habe hier meine Sortierbereich. Ich werde die Kamera mir gleich hier aufhängen, werde euch dann im Zeitraffer zeigen, was ich immer nutze. Ich habe eine Sortierschale, natürlich ein paar diverse Teiletrenner. Nochmal ein Pinsel, wenn doch nochmal was angestaubt ist, obwohl die Sachen alle gewaschen sind, um den Staub runterzukriegen. Das hier ist eine Abwurfbehälter mit Lego, was nach oben kommt für meistens für Leon. Da hinten kommt alles rein, was nicht Lego ist. Und hier die Kategorien, die habe ich euch ja schon oft genug gezeigt. Das ist so ein bisschen unkategorisiert. Dann haben wir hier Formteile, Slopes. Minifiguren, Zubehör und ähnliches, Brick Modifieds, Reifen, Arches, Techniksachen, zwei breite Plates, Wedges, Technik Bricks, ein breite Bricks. Hier steht Brick Round, da mache ich dann aber auch teilweise die Round Plates und alles mit rein, also allgemein alle runde Sachen, Kegeln und sowas. Zwei breite Bricks, alles was mit Fenster, Windschutzscheiben etc. zu tun hat, einmal breite Plates. Fliesen und auch Teil Modifieds, also Jumper Plates, Plate Modifieds, die größeren Plates, Bricks und Arches und noch eine Kiste Reifen, weil ich nie Lust habe, Reifen einzustellen. Deswegen habe ich mir da was Größeres genommen. Genau. Und danach, ich sortiere jetzt erstmal im Zeitraffer-Video, nämlich, ich habe hier unten stehen. Das heißt, ich mache mir dann immer hier mal so einen Tablett voll, was ich mir schnappe. Ich werde jetzt hier nicht groß Sets auseinanderbauen für das Video. Aber es läuft dann immer so, wenn ich hier sitze, ich stelle mir das Tablett hier rein, skrusche es einmal und ziehe mir dann einfach so ein paar Sachen drüber. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht groß was auseinandernehmen. So, einfach ein bisschen sortieren. Das sortiere ich jetzt in die Kategorien und dann schnappen wir uns gleich eine von den vollen Schalen, vielleicht die Plate Modifieds, die Wedges oder so weiter. Und dann habe ich es auch schon öfter erwähnt, dann packe ich die Sachen, wenn sie voll sind. Die Sachen, die wirklich häufig vorkommen, wie zum Beispiel hier die einmal breiten Corner Plates, einmal zwei Plates oder hier sind einmal drei und einmal vier Plates, packe ich dann in 3-Liter-Zipbeutel. Wenn die voll sind, werden die sortiert, gezählt und eingestellt. Genauso habe ich das hier mit Plate Modifieds. Die häufigen Sachen, wie zum Beispiel die Brackets, sammle ich auch erst. Und sobald die Tüte mit den Brackets mindestens halb voll ist, werden die sortiert und eingestellt. Und dasselbe habe ich zum Beispiel auch für dreimal breite Platten, weil die sehr häufig vorkommen. Dann habe ich dann hier eine Tüte mit 2x3 Plates, die Round Plates, 2x2 Plates. Und immer wenn sich die Tüten füllen, zum Beispiel 2x2 Plates und 2x3 Plates sind sehr beliebte, da habe ich dann nur einen 1-Liter-Sippbeutel. Und sobald der 1-Liter-Sippbeutel relativ voll ist, werden die dann eingestellt und sortiert. Aber da seht ihr, da habe ich zuletzt aussortiert, da werden wir heute nicht dran gehen. Und die Sachen, die ich sammle und die nicht so häufig vorkommen, zum Beispiel hier, da sind wir ja gestern dran gegangen, oder können wir hier einmal, ziehe ich einmal raus, sind da noch Becher. Hier sind zum Beispiel einmal zwei Steine. Das sind auch so beliebte Teile, die oder auch die einmal drei Teile, dass ich die immer einen so einen großen Becher, das ist, lasst mich nicht lügen, ich glaube 0,4 Liter Becher, genau. Und wenn die voll sind, schnappe ich mir die Sachen, sortiere die und stelle sie ein. Das Problem, was ich habe, was ich ja immer wieder erwähne, ist, es ist platzbedingt. Hätte ich mehr Platz, würde ich tatsächlich sogar vielleicht sogar Kleinteile-Magazin nehmen. Eins für Slopes, eins für Tiles, eins für Plates und so weiter. Und würde die Kleinteile-Magazine voll machen und immer, wenn eine Schublade voll ist, erst dann einstellen. Oder noch besser, einfach einen Behälter pro Teil nehmen und sobald der Behälter voll ist, einstellen. Aber ich habe ja wirklich nur einen sehr kleinen Raum zur Verfügung, habe sehr wenig Platz. Und deswegen muss ich auch mal Sachen hochladen, die nicht so sinnvoll sind, hochzuladen, in kleinen Mengen. Die Sachen hochladen, das werden wir gleich auch gemeinsam machen. Da gehe ich da nochmal drauf ein. Grob erklärt mache ich das beim Hochladen so. Die Sachen, die häufig vorkommen, wie zum Beispiel 1x1 Plates, die sammle ich. Und Sachen, die selten vorkommen, zum Beispiel so einen Torso hier. Da ist ein blödes Beispiel, weil ich Minifigurenteile sammle.
Aber sagen wir mal, wenn der jetzt nicht so vergilbt wäre, diese Slopes, die kommen so selten vor. Das heißt, die werden sofort hochgeladen. Die sammle ich nicht erst. Der wird jetzt natürlich aussortiert, weil er so vergilbt ist. Aber auch solche Teile hier, gestickerte Teile, die werden dann tatsächlich bei mir sofort hochgeladen. Da gehen wir aber gleich dann nochmal drauf ein, wenn ich sortiert habe. Mache ich jetzt erstmal ein Zeitraffer-Video, dass ihr einmal den Sortierprozess beobachten könnt. So, dann haben wir jetzt die Schale wegsortiert. Ich glaube 10 Minuten oder was. Das ist relativ gemütlich. Genau, jetzt seht ihr ja schon, es ist vieles voll. Natürlich nicht jetzt gefüllt, sondern vorher gefüllt. Und was schnappe ich mir denn am besten mal? Was ist ein gutes Beispiel, womit wir arbeiten können? Ich würde auf jeden Fall die Sachen, die aussortiert werden müssen. Ich würde sagen, ich nehme mir dann einfach mal hier die Plate Modifieds einmal mit rüber. Und für Plate Modifieds habe ich ja hier welche, die häufiger vorkommen. Und dann können wir die erstmal sortieren. Ja, der zweite Part, wenn dann so eine Kiste wie die Plate Modifieds voll ist, findet dann hier in meinem Store statt. Dafür habe ich dann hier einmal Brickstore mit der Webcam, womit ich die Teile dann schnell scannen kann und der Datei hinzufügen kann. Ich habe nochmal eine Lupe mit Licht, damit ich nochmal wirklich gucken kann wegen Beschädigungen oder wenn ich Brickstore doch mal was nicht findet. Meine Sortierschale, wo ich die Sachen jetzt aussortiere. Und hier sind dann die Plate Modifieds, die ich aufhebe. Also alles, was Reifen angeht, wird gesammelt. Diese Höhenverstellungsbrackets werden gesammelt. Hier so Brackets, die zur Seite nach oben oder nach unten bauen. Alles hier mit diesen Plate Modifieds, mit diesen Stangen an der Seite. Die für die Türen werden hier gesammelt und alles mit Clips an den Seiten oder oben dran wird gesammelt, bis die wieder voll sind und hochgestellt. Und alles, was nicht in diesen Kategorien ist, das sind die, die am häufigsten vorkommen, werde ich dann sofort eine Datei machen, in Becher stapeln und die Sachen dann sofort hochladen, damit sie aus dem Weg sind. Aber jetzt sortiere ich erstmal in Becher und wie gesagt in die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien. Und alles andere dann Sorten und Farben rein direkt zum Hochladen. Zum Beispiel so ein Teil hier. Werde ich gucken, wie viel ich davon habe. Ich lege mir die dann immer hier erstmal an die rechte Seite. Und die werden dann gleich sofort hochgeladen, sobald ich weiß, wie viel ich habe. Auch diese Plate Modified hier ist nichts, was ich sammle. Wird gleich sofort hochgeladen, alle, die ich habe. Und genau, so gehe ich dann jetzt erstmal hier vor. Jetzt habe ich hier 5 Minuten relativ grob sortiert, dass nur noch so wenig übrig ist. Jetzt, wo das Gröbste raus ist, hier unten seht ihr die 6 Kategorien, die ich habe, also diese Höhenbrackets mit den Reifen, die normalen Brackets, diese Door Rails, alles mit C-Clips und alles mit diesen Bar-Clips. Und hier sind dann schon mal ein paar Sachen sortiert, die ich dann sofort hochlade, weil die Mengen sich nicht lohnen. Und während ich jetzt die Datei mache, sortiere ich den Rest raus und das, was übrig bleibt, bleibt dann übrig. Aber die Sachen packe ich alle aus dem Weg. Und mache dann eine Datei fertig. Genau, zeige ich euch dann, wenn ich das gleich habe. Das ist ja ganz simpel. Ich kann ja einmal hier anfangen. Hier stehen leere Becher. Ich schnappe mir dann einen Becher. Und sagen wir, ich will jetzt anfangen. Wo kann ich denn sicher sein? Ich weiß, dass ich von diesem hier gerade nur einen habe. Möchte das aus dem Weg haben. Dann nehme ich mir hier meine Webcam. Halte die hier dran. Jetzt hat sie sich natürlich aufgehangen. Ist natürlich typisch, wenn ich das zeigen will. Brickstore hat sich aufgehangen. Gut, dann machen wir das gleich. Fange ich erstmal an, zeige ich dann gleich nochmal. So, zweiter Versuch. Also ihr habt jetzt das Teil hier liegen. Klar, mit der Webcam scanne ich das und drücke dann hier einmal drauf. Wackelt jetzt ein bisschen
Und genau, dann haben wir hier das Teil, das ist Dark Bluish Gray. Und das ist dieses hier mit den zwei Dingern. Es gibt es auch nur in Dark Bluish Gray. Das heißt, wir müssen der Farbe gar nicht überlegen. Wir machen hinzufügen. Das ist das erste Teil meiner Datei. Das kommt hier hin. Und was habe ich noch? Das hier habe ich sicher nur einmal. Dann machen wir hier da gleich das zweite nochmal. Das heißt, ich drücke hier wieder auf Webcam, suche das eben mit meiner Webcam, scanne das eben ein. Wir haben das hier. Das ist mit dieser Öffnung ein altes Teil aus den ganz, ganz alten Sets. Das haben wir in der Farbe Rot. Hier gibt es jetzt noch ein paar Alternativen. Müssen wir mal gucken. Das ist nochmal oben zu. Okay, wir haben dann, genau, wir haben das linke, was oben und unten zu ist. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Also dieses hier in der Farbe Rot und machen dann gebraucht hinzufügen. Schnappen uns wieder einen Becher, stapeln den oben drauf, so dass ich dann das oberste Teil in der Datei ganz unten habe und dann gehe ich später von unten nach oben durch. Zeige ich euch dann auch noch einmal. Und wir haben jetzt 12 Uhr und 3 Minuten, nur dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie lange man in etwa braucht, um diese Datei herzustellen. Wir haben jetzt 6 Teile, 4 Lots. Und wie gesagt, alles, was hier selten ist, scanne ich jetzt eben ein und mache eine Datei fertig. Und die anderen Sachen sortiere ich weiter hier rein, die kommen dann später in die Tüten. Bei so einem Teil ist dann jetzt wichtig, das wird man jetzt wieder nicht so gut erkennen, aber die oberen beiden sind Flat Ends, also die sind ein bisschen breiter, die Enddinger. Und die unteren 1, 2, 3, 4 sind rund. Und das ist zum Beispiel bei dem schwarzen der Preisunterschied. Moment. 51 Cent zu 2 Cent. Also das ist schon ein Riesenunterschied, da sollte man dann definitiv nichts verschenken. So, jetzt habe ich innerhalb von 13 Minuten die Datei hier fertig gemacht. Das sind jetzt 71 Items, 42 Lots. Wie immer, es ist nicht viel. Muss auch noch wegsortiert werden. Jetzt gucke ich hier noch eben durch, was ich davon noch dazu packe. Dann ist der Behälter wieder leer. Man darf ja nie vergessen, da sind ja auch noch ein paar hundert Teile, die ich zur Seite gelegt habe für eine spätere Sortierung. Aber die Tüten sind alle noch nicht voll genug. Langsam leert sich das Tablett. Ich habe jetzt hier dann noch die Sachen, die ich auch nicht aufheben möchte, raussortiert. Das heißt, die kommen jetzt auch noch in die Datei. Wir sind ja immer noch bei 71 Items. Da ist ein bisschen voller geworden. Hier ist leer. Wenn ich die Batch weg habe, gucke ich noch, dass ich ein paar Sachen davon aussortiere. Ein paar Sachen haben sich auch verirrt, wie Brick Modifieds, die hier liegen, oder mal 1x1 Plates, die sortiere ich gleich aus. Und genau, aber erstmal wird die Datei noch ein bisschen weitergefüllt. Ich habe jetzt noch ein paar Fenster aussortiert, die dabei lagen. Und das sind jetzt die ganzen vorbereiteten Sachen. Zwei Magazine, wo ich das jetzt verteile von den Gebrauchten, habe ich mir hier rübergeholt. Ein bisschen was werde ich auch in die Kisten mit einsortieren. Und wir haben jetzt 227 Items und 97 Slots, wovon 78 neu sind. Und dazu halt noch die Sachen sortiert. Und die fülle ich halt jetzt in ihre Tüten um. Und sobald die Tüten dann voll genug sind, werden die dann auch ausgepartet und hochgeladen. Die Tüte mit den Brackets wird auf jeden Fall wahrscheinlich in dem Bereich die nächste sein, die ausgepartet wird. Aber noch mindestens eine Sortierrunde warte ich das ab. Das kommt jetzt dann zur Seite und wird wieder wegsortiert. Genau wie hier ist dann wieder Platz. Die beiden Sachen kann ich jetzt schon mal rüberbringen, wieder zum Sortierbereich. Und dann wird als nächstes wahrscheinlich entweder hier die Wedges oder die Technik-Sachen, da sind auch schon Sachen vorbereitet, sortiert. Wie gesagt, hier die Kiste mit den Plate Modifieds werden weiter gesammelt. Und jetzt zum Einstellen, das ist ganz simpel. Wie gesagt, die Werte habe ich mir geholt. Ich fange in der Datei jetzt unten an und arbeite mich von unten nach oben. Zum Beispiel die roten Doorframes habe ich noch nicht. Aber in U233 kommen die nächsten rein. Das heißt, ich lege die roten da rein und den dunkelgrauen. Trage dann hier ein U0233, das passt. Und die weißen sind in K0304. K03 liegt hier vorne. Ich hoffe, ich werfe das jetzt nicht um. Ich habe ja das Brett noch nicht da. Genau, passt aber. Und das lege ich mir dann hier rüber, packe mir das hoch und da ist K0304. Da kommen die drei weißen jetzt noch dazu. Die passen auch noch rein. Und als nächstes auf der Liste wären die braunen, das ist ein neuer Lot, die packe ich in K0301. Die hier mit dem Sticker packe ich in K0301. Und die sind aus dem Ninjago-Set, Fenstereinlagerahmen auch in K0301. Und dann kann ich nämlich hier vorangehen,
und markiere mir das 1, 2, 3, 4, K0, 3, 0, 1 und dann sind die einsortiert und dann geht es jetzt weiter. Jetzt habe ich halt hier den Stapel, das ist das oberste, seht ihr dann hier, ist der gelbe, der als nächstes dran ist. Und da kommt gleich einer in U0103. Jetzt gucke ich mir U0103 an. Da habe ich hier noch genug Platz für. Und dann die schwarze Plate Modified mit dem Ding unten ist in U0109. Das heißt, alles bis dahin packe ich jetzt in U0103. Stapel mir die leeren Becher dann immer hier drauf, dass die auf dem Weg sind. Der kommt noch hier rein. Ich arbeite mich in der Datei einfach von unten nach oben. Und ihr kennt das ja bei mir. Die gebrauchten Lots werden sortiert. Der nächste und noch einer. Jetzt wäre der nächste der schwarze. Das heißt, den lasse ich jetzt. Ich mache U0103 zu und nehme dann jetzt hier, markiere mir wieder alle, die ich jetzt einsortiert habe. So, geben wir ein U0103. Zack, und dann hat der alle markiert. Ja, den habe ich jetzt weggeklickt. Das ist immer mit zwei hinten zu wenig. Genau, und jetzt so gehe ich jetzt die ganze Liste von unten nach oben durch und die Becher dann von vorne nach hinten und ist das auch ganz zügig wegsortiert. Wir haben jetzt 12,59, dann sage ich euch gleich Bescheid, wie lange ich gebraucht habe. Und jetzt zum Schluss kriege ich nochmal professionelle Hilfe hier. Das sind die letzten Teile, den auch da rein. Nämlich der Joshua, super. Und dann geht die Arbeit natürlich schneller. So, den auch da rein. Super. Und den auch da rein. Aber das sind jetzt die letzten paar Teile. Und wir können ja gucken, wir haben jetzt 13.08 Uhr. Also das Wegräumen an sich hat jetzt keine 10 Minuten gedauert. Den auch da rein. Super. Und die auch da rein. Genau. Und so mache ich das ja im Prinzip. Die gebrauchten wirklich in mehrere Schubladen. Wem hilfst du hier? Alles gut? Machst du die auch noch da rein? Ja, super. Und die auch. Gleich geschafft. Noch drei Becher. Noch den hier. Oh, daneben. Oh nein. Ups. So, und der letzte Becher, Joshua. Den noch, dann hast du es geschafft. Oh, fast. Fertig. Bravo. Hast du gut gemacht. Ja, gib mir 5. Jawohl, sehr gut gemacht. Ah, so, und jetzt laden wir das alles hoch. Ja, das waren jetzt eine gute Stunde Arbeit für, wartet, 227 Items und 17 Euro. Genau, Upload-File. So, und das Gute daran ist jetzt aber, es sind 81 neue Lots und ich sage das ja immer wieder, die gebrauchten Sachen, diese Uploads hier rentieren sich vom Geld her nicht so sehr. Aber sie sorgen natürlich für unendlich viele neue Lots. 81 neue ist natürlich super. 17 Euro in einer guten Stunde ist ja auch nicht so schlecht. Wir dürfen aber ja nicht vergessen, ich habe in der Zeit ja auch noch was aussortiert. Und ich habe ja ein paar hundert Steine schon mal wieder in die nächsten Tüten vorbereitet. Und wenn ich natürlich einen Upload mache, wo ich die vorbereiteten Steine hochlade, dann kommen natürlich mal ein paar hundert auf einmal oder sogar ein paar tausend auf einmal. Je nachdem, wie lange ich Geduld habe und wie lange ich sammle. Joshua macht in der Zeit noch ein bisschen Chaos, aber so habt ihr einmal den ganzen Prozess gesehen. Und so gehe ich dabei vor. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video hier auch. Ich räume jetzt die Sachen noch wieder auf. Die Becher sind alle leer. Und es ist wirklich, es dauert nicht lange, wenn man so ein System hat. Das war jetzt ein schwacher Upload. Ich mache sicherlich nochmal ein Video, ihr seht es ja in meinen Vlogs, wenn ich einen starken Gebraucht-Upload mache. Weil wenn wir dann wirklich die vorbereiteten Sachen sortieren, dann kriegt man auch einige hundert oder einige tausend Steine sogar hoch. Ich hatte letztens einen Upload, da habe ich glaube ich 1300 einbreite Plates hochgeladen. Also dieses System wirkt jetzt langsamer in diesem Video, als es eigentlich ist, weil die vorbereiteten Sachen dann natürlich später schnell gehen. Und ich habe ja super viel schon vorbereitet. Josh, ich setze dich mal kurz ab, dann kann ich das nochmal zeigen, was ich meine. Auch wenn ich es am Anfang des Videos schon mal gezeigt habe. Aber wir haben dann ja zum Beispiel hier, wenn diese Tüte voll ist mit einmal vier Plates, kriegen wir ja ein paar hundert zusammen. Oder halt hier wirklich diese Becher. Mit einmal zwei Blicks, das geht dann natürlich immer schneller. Hier sind die ganzen Technikpaneele schon vorbereitet.
Geht auf jeden Fall zügig. Ich denke mal, gleich gibt es Mittagessen bei uns. Ich mache jetzt das Video hoch und nachher habe ich ja noch Spätdienst.